Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Wir sind im Weltall, denn ich habe mich entschieden, wir machen mit der Hauptmission weiter. Und dazu müssen wir in den Kijimi-Orbit. Ich fange den Hyperantrieb hoch. Fahren wir da mal hin. Oder fliegen. Sowas in der Richtung. Oha. Also, das ist Kijimi, ja? Sieht kalt aus. Das ist mal was Neues. Das ist unser geringstes Problem. Der Ashiga-Clan kontrolliert hier seit Jahrzehnten die Unterwelt. Aber jetzt schickt sich Crimson Dawn an, sie zu verdrängen. Dafür will Königin Ashiga sie vernichten. Tja, okay. Dann sollten wir die Tresorknackerin holen, bevor es dazu kommt. Sieht irgendwie. Da wimmelt es von Banditen und Gewürzschmugglern. Hey, das ist doch genau mein Ding. Sicher nicht. Neulinge fallen auf Kijimi schnell auf. Ich spreche mal mit meinen Kontakten. Vielleicht hat jemand Arbeit für dich. Ich schließe meine eigenen Kontakte. Wie du meinst. Aber geiles Setting. Freut mich. So, komm, Turbo. Will er landen. Ich vermute mal, das wird die letzte Welt sein. So eine Vermutung. Statt Rammhaufen. Einmal runter. Diesmal braucht es ein bisschen länger. Hank ist die beste Safe-Knackerin im Outer Rim. Ohne sie kommen wir nicht ins Liros Tresorraum. Und sie ist hochverschuldet bei den Ashiga. Dann sollte sie vielleicht ein paar Safes knacken. Ein Begrüßungskomitee. Begrüßungskomitee? Wie nett von dir. Das war ich nicht. Pass auf dich auf, Kay. Na dann schauen wir mal, wer da an der Tür klopft. Ich werde mal nach draußen gehen. Ist gut. So, herzlich willkommen in Himalaya, der Zukunft. Nee. Oh, cool. Mach ich da Abdrücke? Na, immerhin. So. I guess ihr wolltet bereden. Hallo, ich bin Kay Vess. Und ihr seid dann wohl vom Ashiga-Kartell, richtig? Wir sind ein Clan. Dein Schiff ist eine EML 850 namens Bahnbrecher. Unseren Informationen nach ein Schmuggelschiff. Oh, ihr habt von ihr gehört. Naja, ich suche nur jemanden. Ihr Name ist Ankh. Was willst du von Ankh? Sie schuldet mir Geld. Ziemlich viel. Ich will es mir holen. Das ist gelogen. Du arbeitest für Crimson Dawn. Was? Nein, nein. Ich meine, wenn ich für Crimson Dawn arbeiten würde, wäre ich dann einfach so hier aufgetaucht? Schiffscan abgeschlossen. Nichts von Interesse. Heißt das, ich kann jetzt also gehen? Ich meine, ihr müsst schließlich Crimson Dawn-Spione finden. Du kannst gehen. Aber lüge uns nicht noch einmal an. Oh, ja. Werd ich nicht. Ehrlich. Natürlich. Ich würde gerne wissen, wie es hinter der Maske aussieht. Was ist denn das jetzt? Ach so. Weil neuer Clan. Vermutlich sollten mal
auf ein bisschen nett spielen hier, wenn das ihr Ding ist. Hey, die 5, fürs Erste sind wir sicher. Gib ihnen nur keinen Grund, das Schiff festzusetzen. Ich bin nicht zum ersten Mal auf die Genie. Ja, gut. Ich sehe mich in der Kantine um. Vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas von Ankh gehört. Ankh ist Stammgast im Doma-Präfektorium. Das ist im Diebesviertel, nicht weit von dir. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es hat so einen japanischen Hauch hier. Hey, Sie! Willst du mich wieder anwerben? Wenn Sie mich verhaften wollen, ich habe nichts getan. Doch nicht. Zumindest heute. Eigentlich geht es um das genaue Gegenteil. Ich habe ein kleines Geschäft am Laufen. Vielleicht sind Sie ja interessiert. Oh, ach ja? Worum geht's? Wenn Sie mal Ärger mit dem Imperium haben, kommen Sie zu mir und ich lösche Ihre Akte. Ah. Gegen eine Gebühr. Wow. Alles klar, wir sind korrupt. Gauner in Uniform. Die Galaxis ist wirklich überall gleich. Aber gut, das könnte nützlich sein. Ja, gut. Das ist tatsächlich eventuell nützlich. Schon von der Schießerei auf Kitaros gehört? Ja, die schwarze Sonne, oder? Nö, das will ich mir jetzt nicht weiter anhören. Cool. Wir haben wieder so ein Essens-Event. Na komm, das mach mal. Hunger nichts? So, nix leckerli. 200. Hallo, teurer Spaß. Einmal die Duradan-Suppe. Okay. Das sieht wirklich gut aus. Aber was ist das da in der Mitte? Was F und H? Du zuerst. Klar. Schmecken die Larven? Oh, süß. Mich raten, da springt irgendwas in der Mitte dann raus. Okay, läuft bisher. Tut gut, was Heißes und Kaltes. Du solltest warten, bis es schmilzt. Halt still, Mist. Was? F und H? Er macht doch heißes Wasser drüber. Also warmes Wasser in dem Fall halt. Sieh, fester. Was? LLL. Oh, alles gut, Kumpel? Ja. Oh, der Arme. Das ist F und H. Oh. Okay, sehr gut. Ah. Wow, alle. Also muss ich sagen, für 200 kriegst du wenigstens das Programm hier. A, K, L. Mann, die Leute werden bestimmt einen Anfall kriegen, wenn da das Haustier da so mitfrisst. So. I, A, J. Wir haben's. Du gewinnst. Mm, so gut. Das gibt's nicht auf Kanto. Bis bald.
Hey, Nix. Vorsicht beim Eis das nächste Mal. Okay, eine neue Suppe. Müssen wir hin, da müssen wir hin. Moin. Übrigens, sei in der Kantine vorsichtig. Da wimmelt es von Söldnern. Wo liegt das Problem? Du willst dich nicht mit Leuten anlegen, die Blasterkanonen mit sich rumtragen. Naja, oder sie verkaufen mir vielleicht ein paar schwere Geschütze. Das ist also Kitschin-Stadt. Wir sind echt weit weg von zu Hause. Komm schon, Nix. Vielleicht gibt es hier was Leckeres zu essen. Jammer nicht. Nein, ich mein's ernst. Ich pack bald mein Zeug. Hier geht alles den Bach runter, seit die Königin das Imperium eingeladen hat. Früher hatte hier jeder eine Chance. Mal sehen. Oh, schon gut, Kumpel. Die Leute hier sind einfach etwas angespannt. Ja, hat schon komische Vibes hier unten. Okay. Hat was? Spieletisch wie immer. Hey, hast du Ank gesehen? Ank? Schuldet sie dir etwa auch Kredits? Viel Glück. Warum? Was ist los? Naja, die Ashiga haben sie endlich geschnappt. Sie muss ein paar Millionen Kredits in der Fabrik abarbeiten. Oh. In ihrem Alter und mit den Schulden sitzt sie da lebenslang. Ha, das macht es kompliziert. Na, falls sie jemals rauskommt, sag ihr, sie hat noch eine Rechnung offen. Ah, ich sehe schon, wir werden uns wieder Freunde machen. Es kann ja nicht einmal... Hey, ND5, anscheinend steckt Ankh in irgendeiner Fabrik der Ashiga fest. Ich schätze, ich werde ihr da raushelfen müssen. Wenn sie dich erwischen, sperren sie dich auch ein. Ah, hast du eine bessere Idee? Nein. Such zuerst nach einem Plan der Fabrik. Hacke eine Konsole in ihrem Bezirk und sieh zu, was du herausfinden kannst. Ich glaube, bestimmt auch einfach das erste Mal. Verzieh dich. Du hast hier nichts zu suchen. Danke. Also, wir müssen bei ihnen hier mal einbrechen. Ich kann ganz groß absagen. Oh, ist aber geil mit dem Grill da in der Mitte. Coole Küche. Ich glaube, die Kantine gefällt mir bis jetzt am besten. Können wir wieder lauschen. Okay, gehen wir hier mal wieder raus. Ist hier hinten noch was Spezielles? Hm. Gibt es denn dort das auch am Schlüssel? Okay. Hat sich schon mal gelohnt, neue Goodies. Ich sage dir, damit kann ich glaube nicht, dass das klappt. Hast du denn eine bessere Idee? Nee. Wir tun uns jetzt mal. Wir müssen die Ausgangssperre. Wir tun uns da jetzt mal konzentrieren auf die Hauptmission. Södere, Ausgang, hoffe ich, ja. Wobei, wir sitzen hier eigentlich außen mit Aufträgen. Muss mal kurz gucken. Im Moment habe ich keine Aufträge. Wiedersehen. Ja, dann halt nicht. Viertel, geradeaus. Moin. Ich suche nach einem Ortskollegen. Jemand, der hier geboren ist und mir die Stadt zeigen kann. Hier geboren? Niemand ist hier geboren. Kijimi ist die Art von... Fusionsschneider. Okay, wir kriegen also neues Spielzeug. Siddele. Du musst für eine Befragung mit uns kommen. Wieso? Ich habe nichts getan. Du hast gegen die Ausgangssperre verstoßen. Das macht dich verdächtig. Ihr könnt doch nicht... Ich sehe schon, das ist ein spaßiger Clan. Die haben viel Humor.
Was haben wir denn da? Ja, da machen wir mal kurz auf. Jo, einfach mal ein bisschen probieren. Ja, immerhin 2 Treffer. 17, 3, 21, 18 zu vielleicht. Ja, okay. 12. Shit. Das war falsch. Machen wir hier die 8 und die 13. Jawohl. So, was haben wir jetzt hier? Vorratslager. Wow. Neue Ausstattung. Neuer Gürtel. Lass mal gucken. Ausrüstung. Ausrüstung. Was haben wir hier so Tolles? Ist das irgendwie geiler? Was wie das? Nein, das würde ich eigentlich nicht wechseln. Gürtel. Du kannst 2 Bakterfiolen holen. Ja, damit. Ah, und die Suppe könnten wir auch nochmal prüfen. Nix kann mehrere Gegner gleichzeitig ablenken, allerdings mit reduzierter Reichweite. Und hier hat man irgendwas, können nur dazu führen, dass Gegner wild um sich schießen. Ich glaube, das finde ich praktischer. Gut. Ah, das könnte jetzt hier ein Viertel hier sein. Lass mich raten, ich darf da jetzt nicht einfach so reingehen. Die Ashiga kontrollieren Kijimi. Irgendeine Idee für ein Treffen mit der Königin? Sei höflich. Okay. Kiste. Hier waren die ganzen Tiefflaschen. Wie komme ich denn da jetzt rein? Was ist das? Achso. Bin ich da rauf? Nein, natürlich nicht. Noch eine Kiste. Dürftig. Die Sicherheitsmaßnahmen sind echt streng. Hast du so ein Verteidigungssystem schon mal durchbrochen, Andy 5? Ja, okay. Ich habe im Separatistenkrieg gekämpft. Jedenfalls nicht die Way to go für uns. Mal ganz kurz die Karte prüfen. Wir müssen da rein. Da hinter uns links geht's rein. Und da hinten hat's noch so einen seitlichen Eingang. Warte, Moment, dieser seitliche Eingang. War das hier? Das wäre ein Durchgang. Der zu ist. Probieren Sie mal unten irgendwie auf der anderen Seite. Hello. Ah, da. Also, hier muss es irgendwo eine Konsole geben, auf der ich mehr über Ank rausfinden kann. Ich sollte ein Gebäude mit einer Radarschüssel auf dem Dach suchen. Ich würde mal behaupten, das ist das Gebäude da vor uns. Keiner zu Hause? Gut. Ganz leise, kleiner Freund. Das ist jetzt schlecht. Was siehst du? Scheinen nur die 2 Dudes hier zu sein.
Nimm ich mal mit. Kommt er gerade wieder her? Ja. Ich würde sagen, wenn er wieder vorbeigegangen ist, können wir mal uns um den hier und dann um den. Andere sehe ich hier gerade nicht und dann gehen wir da unten bei dem Tor mal rein. So, schön vorbeilaufen. Na gut, Nex, hol sie dir. Nice. Sehr gut, das wäre erledigt. Really? Schauen wir mal. Mal sehen, was wir finden. Naja, als erstmal auf den Rechner. Oh, Datenverzeichnis. Das war schon mal falsch. Na schön. Ermittlung bestätigen, dass Ben Pudira von Crimson Dawn gestohlen wurde. Der Verbleib des Relikts ist nach wie vor ungeklärt. Die Königin fordert, dass die Raumhäfen von Kimchi-Stadt und das Diebesviertel unter strikte Beobachtung gestellt werden. Gut. Also, ND5, ich habe nichts zur Fabrik gefunden, aber dafür etwas anderes. Irgendwas Nützliches? Anscheinend hat Crimson Dawn dem Ashiga-Clan ein Relikt gestohlen. Deshalb scannen sie alle Schiffe im Raumhafen. Sie müssen gewusst haben, dass es die Königin ablenkt. Die Königin wüsste es bestimmt zu schätzen, wenn ich es zurückbringe. Ich muss nur rausfinden, wo sich Crimson Dawn versteckt. In der Urquell-Taverne. Ein privater Club im Thermenviertel. Das war schnell. Nicht für mich. Nice. Gutes, gutes, gutes. Das hab ich noch gebraucht. Jetzt aber nach wie vor nicht raus hier. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier soweit alles. Oder hier noch irgendwas? Oh ja. Also, Kati. Wo sind die Typen? Bitte Möglichkeit, das Urquell zu betreten. Kann ich da Schnellreise machen? Nee, das ist gesperrt. Das ist auch gesperrt. War das wohl oder übel? Das ist ein Tresorraum. Aha. Eine Konsole in der Nähe sollte die Futter der drei Schlüsselkarten aufzeigen. Das würde ich jetzt tatsächlich mal kurz angucken. Warte, das müsste das hier der Tresorraum sein. Und das ist die Konsole da drin? So, aufmachen bitte. Wieder alles falsch hier. Immerhin 20. Probieren wir es mit dir zuerst. 20, so. Auch falsch. 19, 5, 18, 20 und bis da. Sehr gut. Sehr gut. Ja, irgendwelche Leute hier?
Ach, da oben. Nope. Das ist eine große Sackgasse hier. Eine Konsole in der Nähe. Nee, auch Sackgasse. Oh, 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 oh. Wait a moment, Karte, bin ich? Achso, ich bin offiziell wieder draußen. Ja gut, was soll's. Kann ich mir ja später angucken. Moin, Leute. Kisten. Krass. Nice. Moment mal, laufe ich jetzt hier komplett falsch? Nee, einigermaßen richtig. Aber es würde natürlich helfen, wenn ich den Questmarker aktualisieren würde. Auf das da. Ja, folgen. Nee, Moment. Kijimi, das wird der Crimson Dawn hat einen Auftrag für Kay. Dankeschön. Wait, ist das Crimson Gebiet da? Crimson Dawn hat Augen und Ohren überall. Ob sie auch mich hören können, Andy? Mit Sicherheit, aber na gut, bin schon weg. Nichts, was du sagst, ist von Belang. Wow, okay. Tja. Wird nichts mit einfach reinlatschen. Crimson Dawn spielt mit dem Feuer. Die Ashiga werden denen das nicht durchgehen lassen. Das gehört alles zum Plan. Aber ich werde jetzt garantiert nicht für Crimson Dawn Ruf verbessern. Vielleicht, wenn ich da schon mit zwei rumspielen muss. Oh, das muss das Urquell sein. Wir sollten nicht hier sein. Die Ashiga könnten. Ich würde mal sagen, irgendwas hier seitlich zu betreten. Oh, das schaut schon mal sehr gut aus. Let's see. Da unten. Das war einfach. Nix, jetzt kein Mucks. Und runter. Alles klar, Nix. Es sieht noch Küche aus. Wir holen uns das Relikt. Aber wenn der Clan mächtig ist, dann wäre er doch einfach hier einmarschiert, oder nicht? Irgendwo sehnt sich immer jemand nach einer Prügelei. Ja, ich zum Beispiel. Aber nette Bar. Gefällt. Irgendwelche Geheimnisse hier? Nope. Schießen oder erschossen werden, sage ich. Das muss es sein. Wachsam bleiben, Kumpel. Das könnte knifflig werden. Und vor allem, wir haben wieder Super-Druiden hier.
Ich hörte, Crimson Dawn hat Spione im Imperium. Das schreit geradezu nach Ärger. Wehe, die zahlen mir dieses Jahr keinen Bonus aus. Hol sie dir, Kumpel. Sehr gut, zwei weniger. Boah, das sieht irgendwie auch mega gemütlich aus. Ah, das würde ich mir vorstellen können, hier ein bisschen hinlanzen. Dann Tee trinken oder was auch immer da drin ist. Ich muss nur noch ein paar Kredite. Fast schon wieder Zeit für meinen Bericht. Erstmal umsehen. Mann! Aber beim dritten Mal immer. Komm jetzt. Willi! Gott sei Dank. Alter. So, was können wir hier mit dem Computer Tolles machen? G-Subprotein hacken. Aktivieren. So. Nee, dann ist es halt so. Oh ja, Notabschaltung. Sehr gut. Was denn jetzt? Kommt jetzt hier hoch? Ich finde diese Roboter-Dudes da unten furchtbar. Gut. Also, da kommt jemand hoch. Oder? Er läuft da unten, da. Da ist noch jemand. Sind zwei hier. Ob ich da vielleicht einen ranlocken kann? Ausgeschnittener Roboter, den ich jetzt nicht hier haben will. Willi. Zum Angriff nix. Moment. Schau dir das zu. Verschwinde. Na gut, nix. Hol sie dir. Ich bin hier. Die sind hinter uns her. Oh.
Sehr gut. Danke, Nex. Dann wäre das erledigt. Ja, hallo? Also gut, bringen wir das Ding hier raus. Ich meine, wir hätten auch hier alles in die Luft sprengen können. Nice. Everything good is. Dankeschön. So wurde der quasi Ausgang hier. Nö. Die Frage ist, muss ich jetzt einfach genau den gleichen Weg gehen, den ich reingekommen bin? Komm doch mal her. Komm her. Na gut. Wir müssen hier weg, Nix. Oh. Yeah. Toll. So ein Kack. Und noch den einen da hinten. Gut, hat sie noch ein paar Fiolen hier. Yes, danke. Ich glaube, mehr hat sie auch nicht zu holen. Ausgang. Sehr gut. Bodyhouse. Oder? Nee. Aber das jetzt ausschaut wie so ein Body-Ding da eigentlich. Doch, ich glaube, das ist schon so ein Badeteil. Immerhin duschen. Was macht die Abdeckung da? Oder ist es nur, damit hier nichts ins Wasser reinkommt? Hey, schleich mal rüber und hol das. Gut gemacht, Nix. Sehr schön. Ja, jedenfalls. Ach, da. Freiheit! Finally! Was? Nein! Raus da!
ND5, ich hab das Relikt, Ding. Sollte ich mir Sorgen machen, wie du es beschafft hast? Nö, absolut nein. Nicht. Ich bringe es der Königin. Sie empfängt nicht jeden, Kay. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Willst du dein Glück versuchen? Ja, ich meine, sie sucht das Teil. Und ich bin aus der Übung. Ah. Da waren wir ja schon mal. Einsehen und tschüss. Cedric. Moin. Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Ban Pudira. Gib es mir. Nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Das war einfach. Und doch. ND5, sieht schon geil aus. Rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso? Sie könnten dich für den Dieb halten. Hm, stimmt. Die nehmen es aber ziemlich ernst mit der Verteidigung. Jetzt weiß ich, was da am Anfang gemeint worden ist mit Verteidigungsanlage. Crimson Dawn hat's drauf, das muss man ihnen lassen. Servus. Moinsen. Hey, ganz ruhig. Das Ban Pudira. Wer bist du? Kayvas, eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Autorim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lass die Ankh jetzt gehen? Sicher nicht. Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Aha. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Das ist wieder so ein dummer Dialog. Ich meine. Eine Nachricht von der Thronherrin des Ashiga-Clans. Was? Hier ist Krisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Kantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Klingt, als wollte Krisk ein Geschäft vorschlagen. Es macht so keinen Sinn. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, das ist vielleicht so. Sehen wir uns das mal an. So, also, jedenfalls war das jetzt total unnötig. Warum da drinnen nicht gerade reden? Der Ashiga fängt langsam an, mich zu mögen. Warum nicht gerade da drin schon reden, wenn man gerade da ist? Und vor allem, der Dialog wird doch nicht einfach da hinten. Ja, wir haben dann übrigens eine Arbeit für dich, aber hey, geh erstmal. Wie schreibt ihr das dann per Funk oder in der Kantine, anstatt das gleich gerade zu machen? Das hat jetzt voll die Tension weggenommen in dem ganzen Dialog da. Aber gut, was soll's. Glaube ich. Die Königin belohnt treu. Weiter so. Ja. Du ehrst uns. Danke. Nur zur Information, ein Crimson Dawn-Agent hat mir 40.000 Kredits geboten, wenn ich dich verrate. Du hast abgelehnt, oder? ND5? Ich hab nicht geglaubt. Dann hören wir mal genau hin.
Ach, was war's? Kein Bock auf das. Ist es mir nicht wert. Okay, also Situationsgelegenheit. Ashigar-Clan, danke an die Nachricht über einen Auftrag des Ashigar-Clans in Hololog, des Warmbrecher hinterlassen. Tatooine, nach Tatooine reisen. Sicherlich erstmal nicht, aber das machen wir Crimson. Also schauen wir mal kurz den Ruf rein, ne? Crimson sind wir einfach komplett durch. Guten passt. Bei ihnen wollen wir noch ein bisschen ausbauen hier. Und wir schauen, dass wir die Pikes nicht weiter anpissen. So fürs Erste. Und Ashigar Territorium, Ashigar Clan Tresorraum, das haben wir schon gesehen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Episode zu unserem Schiff, hören uns mal diese Nachricht an. Warum auch immer das jetzt auf unserem Schiff ist, aber okay. Gut, das erstmal zu dem. Ich muss sagen, die neue Stadt hier gefällt mir. Schönes Setting. Generell so ein bisschen, das ist ein Japan-Hauch. Gibt immer Pluspunkte bei mir. Und dann mal gucken. Was du für uns tust, ist bewundernswert. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gemacht. Aber danke. Und dann mal schauen, was uns da warten wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.